Josema Chosen, euer Re hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Replays. Heute Mafia 2 für die PS3 und bin mal gespannt. Ich habe den ersten Teil sehr ausgiebig gespielt damals auf der Xbox Classic. Und den zweiten nie wirklich gespielt. Mal kurz, glaube ich. Warum auch immer. Ihr wisst, ich bin ganz, ganz großer Mafia-Enthusiast. So, also nicht nur Spiele, sondern Filme und allgemein das Leben, ja, der amerikanischen Mafia, der 80er vor allem. Ja, lange Rede, kurzer Sinn zur Story. Ja, lassen wir es mal auf Mittel. Ich habe jetzt geschaut, leider konnte ich, gab es keine englische Sprachauswahl, weil ich hätte das zu gern mit englischer Originalsprache gehört. Ich hätte euch natürlich den Untertitel gelassen, aber leider, irgendwie, warum auch immer. Vielleicht hätte ich das System von der Playsee auf Englisch stellen müssen. Keine Ahnung. Naja. Schauen wir mal, was da hier so geht. Lädt. Ja. Wer zu viel riskiert, kann ich zu Ende lesen. Two games and 2K check. Present. Oh, vielleicht ist es doch auf Englisch. Mafia 2. Schon mal sehr stimmig. Mit dem Regen, ne? Sind wir das? Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca. Vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Wir zogen fort, um die Mafia zu gründen. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Wie es halt immer so ist, ne? Krass. Eine Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Da wir beide arm waren und Arbeitsplätze raten, Scheiße, machten wir zwar uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Vito Corleone. Stehen bleiben, Polizei! Oh, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander, Scheiße. Und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Ja,
Ja, Kapitel 1, die alte Heimat. Ha. Okay, also werden wir wohl nicht gleich in... Was ist das? Operation Husky. Ich kriminelle Machenschaften uns stürzen, oder? Sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Fremdgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Halte L2 gedrückt, um zu zielen. Schalt ihn aus. Oh nein! Nein! Pensavate di poterci prendere in giro? Di tradirci? Ich muss das umkehren. Okay, gut. Ich muss nämlich Spieleinstellungen. Nein, geht das nicht? Steuerung. Sag bloß, das geht jetzt nicht. Ich möchte nämlich meine X bzw. die Y. Hä? Das kann man nicht einstellen? Nein. Oder? Ah, hier. Puh. Die Y-Achse müsste das sein. Schauen wir mal. Eben hat es mich kurz erschrocken. Ja, jetzt sind wir daheim. Hier aufs Gott. Scheiße! Oh shit! Oh shit! Und ich bin so blöd und. Ja, genau, ja. Mhm. Wollte den Helden spielen hier. Corporal? Der Mann drückt, dass noch mehr Soldaten im Anmarsch sind. Drücke L1, um durchs Fenster zu steigen, dann machen wir das doch. Hier ist kein Durchkommen. Also. Wenn ich das Spiel jetzt so sehe und es sieht gut aus und verstehe. Oh, Scheiße. Geh mal in die Fensterdeckung. Wenn du eine Handgranate hast, Skaletta, der ist jetzt scheiß angebracht, die du werfen. Oh, war keine Handgranate. Ah, doch. Schmeiß eine Handgranate ins Fenster. Scheiße. Perfekt. Also, soll noch einer sagen, man sieht den Unterschied nicht zwischen der PS3 und der PS4. Weil ich sehe sie ganz, ganz klar. So, jetzt decken wir uns erstmal ein hier, oder? Okay. Alles mitnehmen, was geht. Was habe ich denn da für eine Knarre? Ist das so ein Karabiner oder wie heißt das? Tür eintreten! Auf der Treppe! Da, ihr Spann, jetzt die Fresse! Eieiei! Nein! Das ist ein Karabiner, das heißt, ein Schuss und dann nachladen. Oder? Nein, doch nicht. Die Gefangenen haben sie wohl oben. Säubert den zweiten Stock. Skaletta, du gehst voraus. Sag mal, ist das jetzt hier Call of Duty oder Mafia? Naja. Ich bin hinter dir, Mann. Non ci potete fare. Okay, hab ich Granaten? Nein. Bam! Voll in die Nuss. Okay. So, kann ich das speichern? Die Tür, Skaletta. Nein. Tritt sie ein.
Prenditi o gli faccio saltare il... Nice! Guter Schuss! Oh shit! Was war denn das jetzt? Von wo wurde der jetzt bitte geschossen? Hä? Ach so. Keine gute Idee, dass er kommt. Los, schnell wieder rein. Und steigne! Wir sind gleich tot. Ich muss wieder rein. Muss mich regenerieren. Dauert aber auch. Ah, das. Ah, shit, ey. Dieser PlayStation 3 Controller, die Analogsticks, die sind so hoch irgendwie, das ist. Ah, ungewohnt, schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Mein Gott, bin ich schlecht jetzt. Endlich. Einen noch. Oh, haben wir den? Gut. Fehlt da noch einer? Nö. Tut sich nichts mehr? Okay. Verteidige mit dem MG das Rathaus. Wo ist denn das MG? Ah ja. Oh, Baby. Ja, ich drücke doch Viereck. Los, schnapp dir das Maschinengewehr. Get to the chopper! Oh, ich glaube, wir sind gleich am Arsch. Oh, Panzer. Hallo! Das ist aber ein dickes Rohr. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ja, stell dich tot, Junge! Ha! Rettung in letzter Sekunde. Nice. Jetzt ist der Regisseur, oder was? Cacetto, un congetano samaritano e cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. Don Calò. Gli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil ihr es seid. Ja. Der Mann scheint etwas Macht zu haben, ne, wenn sie sich einfach so ergeben. Weil er es sagte. Wird ein Mann Vollmitglied der Mafia... Warte mal, wie schnell sind diese Texte? Kapitel 2. Trautes Heim. 2 Jahre später, Empire Bay, 8. Februar 1945. Ah, schön. Also der Score ist schon mal sehr geil, ne? Die Musikuntermalung, mega. Richtig filmreif.
Lasst mich lügen, ich glaube, der aber zweite mein Teil. Ließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlappens. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Ich glaube, man sagt, der zweite Teil ist sogar besser als der erste. Der erste spielt ja so in den 1930ern, 20ern. Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Tony Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter. Wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Callow. Ohne Scheiß? Don Callow? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du hier. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann? Du hast ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest teilen, ne? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schert sich drum. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Ja. Hier kann man alles. Ah, salute, Centani. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Was macht der jetzt? Aha. Ciao, Giuseppe. Hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche eingefallen. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Dankeschön. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja. Aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke. Ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Cool. Und komm später mal vorbei. Wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Army rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Laufen wir jetzt etwa ein Stück? Das wäre ganz cool. Ah, wir fahren. Okay. Oh! Achso. Fahren doch nicht selbst. Danke. Der Rest ist für Sie. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow. Sau cool. Ziele sind auf deinem Radar markiert. Gut. Ah, schön. Schaut euch das an. Ist das nicht... Sowas ist doch geil, oder? Dafür sind doch Videospiele gemacht worden, oder? Zieht's euch rein. Geh zu deiner Mutter. Na gut.
Aber wir rennen nicht, wir laufen. Ja, wir sind ja gesittet. Was gibt's hier? Repairs? Ah, okay. Und wohl sein Auto reparieren lassen, oder? Hallo, Mrs. Delikates Essen, Hot and Cold Catering. Aha, was gibt's hier so? Cotenus Beef, Stew with Fresh Potatoes and Carrots. 15 Ounces, $30. Gibt es ein paar Äpfel? Was ist hier los? Rocco's Barbershop. Ah, kann ich mal meine Frise... Kann ich da schon rein? Nein, noch nicht. Ach ja. Bisschen runtergekommen hier rechts. Ah, da gibt's Vita. Ein Lebensmittelmärkchen nach dem anderen. Ah, hier, Laundry and Clean. Hier kann man seine Wäsche machen. Und da kann man sich in der Tonne wärmen. Sehr schön. Menswear. Okay, scheint aber seine besten Tage hinter sich zu haben, dieser Laden. Sag mal, scheinen die Leute hier nicht organischer umherzulaufen als das, was ich bei Cyberpunk so gesehen habe? Schaut mal, das ist ein PS3-Game, ne? Okay, was geht hier so? Boykott, Swift for Victory. Aha. Aha. So, jetzt sind wir gleich bei Mama. Oh, shit. Da oben schreitet wer? Ja, der italienische, das italienische Feuer. Da wird heiß und innig gestritten. So, jetzt sind wir da bei Mama. Gehe nach oben zu Mamas Wohnung. Gibt's Post? Nein. Hoffentlich hat sie uns eine gute Regatoni gemacht. Ah, ein Kätzchen. Hallo. Oh, so ein böses Kätzchen hier. Ich glaube, sie hat sich ein bisschen wehgetan. Mom, da bin ich wieder. Vito, meine Junge. Meine Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedacht, ich dich nie wiedersehe. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito, hey, Franny, wie geht's? Komm her. Setz dich, setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Rigatoni? Suppa di Polo. Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Benedici, Signore, questo cibo, che per la tua bontà stiamo per prendere. Predina anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipi alla tua benedizione. Per Cristo nostro Signore, amen. Du musst müde sein, Vito. Ich hab dir ein Bett gemacht. Oh, Mama. Das ist aber nett. So. Ne, das ist das Bad. Ja, gehen wir mal rein kurz. Sehr schön. Spiegelbild haben wir. Wir sind kein Vampir. Ne, da geht's wohl raus. Hä? Ist aber sehr gemütlich, oder? Ich find's sehr gemütlich.
Drücke allein im Bett Viereck, um zu schlafen. Oh, mein altes Pferdchen. Hallo. Oh Mann, ey. Ich glaube, wir wollten Baseballspieler werden. Kam wohl etwas anders als erhofft. Am nächsten Tag war morgen. Das geht nicht. Ich muss mir eine Wohnung suchen. Allerdings. 30 Jahre und bei Mama? Das geht nicht. Aha. Ist das alles, was wir haben? Lederjacke mit Hemd. Na gut. Ave Maria. Okay. Und, wann musst du wieder zurück? Tja, so wie es aussieht, gar nicht. Joe hat das für mich gedeichselt. Joe? Du willst wieder in Schwierigkeiten kommen? Wär's dir lieber, ich gehe zurück und werd wieder angeschossen? No. Siehst du, Joe rettet mir vielleicht das Leben. Vito, versprich mir, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten mit diesem Joe. Du weißt, Papa hat im Hafen gearbeitet für diesen Mann, diesen Pappalardo. Er ist in Gewerkschaft. Du kannst reden mit ihm und hart arbeiten wie deine Papa. Rede mit ihm. Bitte versprich mir, gehst du noch heute zu ihm. Okay, Mama, ist gut, ich versprech's. Grazie a Dio. Grazie. Gut. Aber erst muss ich zu Joe. Arrivederci, Mama. Oh, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn so Games macht mir echt fast mehr Spaß, wirklich normal zu laufen, als zu rennen. Oh, können wir da irgendwas aufheben? Nee. Das juckt mich doch nicht. Tut mir leid. Ist mir scheißegal, wenn ihr alles verkaufen müsst. Und was ist hier los, verdammt? Vito! Kümmer dich um deinen eigenen Dreck, du Arschloch. Nee. Ach ja? Komm her, Kleiner. Dir werde ich's zeigen. Oh, Frauen, losgehen, das traust du dich, was? Komm, zeig, was du drauf hast. Vito, bitte, du machst alles nur noch schlimmer. Okay. Drücke bei einem benommenen Gegner für einen brutalen Schlag. Bam. Wie viel will der noch? Autsch. Du handelst dir nur Ärger ein, Vito. Aha, so halbe Quicktime-Events. Das wird euch noch leid. Hat Wichser gesagt. Verlasst euch drauf. Was zum Teufel wollte der? Tut mir leid, Vito. Wir wollten dich nicht beunruhigen. Beunruhigen? Womit beunruhigen? Komm jetzt, sag mir, was los ist, Franny. Kurz vor seinem Tod hat Papa sich Geld geliehen. Ein Haufen Geld. Von einem Kredithai. Er hat gedacht, er kriegt einen besseren Job und zahlt's dann zurück. Wir haben es erst erfahren, als du weg warst. Wie viel? $2,000. Was? Scheiße. Das Schlimmste ist, der Kerl will alles bis Ende der Woche zurück. Sonst müssen wir noch mehr zahlen. So viel kann ich als Hafenarbeiter nicht verdienen. Wer ist der Kerl? Ich weiß nicht. Mama will es mir nicht sagen. Aber reg dich nicht auf. Wir kriegen das schon hin. Keine Sorge. Ich schaff das aus der Welt. Ich versprech's dir. Ich werde Mafiosi. Pass gut auf dich auf. Jetzt brauche ich auf die Schnelle zwei Riesen. Vielleicht kann Joe mir da helfen. Und so fing alles an. Gehen wir mal zu Joe. Ah, hier. Was gibt's hier? Das ein oder andere Leckerli. So, mit Select rufst du die Karte auf. Okay. Geh zu Joe. Ja. Wegpunkt setzen muss ich nicht. Das finde ich auch so
Halte L1, um zu sprinten. Kann ich mir schon ein Auto klauen? Hallo? 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 Oh, das ist die Polizei. Aber den, oder? Den? Komm, steig aus. Komm. Okay. Wir können noch keine Autos klauen. Schade. Netter Schlitten. Läuft er jetzt wieder? Das hast du mich erst vor 10 Sekunden gefragt. Ach, das ist doch wirklich zum... Was hast du denn eigentlich dauernd? Du brauchst Ewigkeiten und mir ist... Ich stehe gern neben fremde Menschen und... Setz dich doch in den Wagen, lausche wenn ihnen. Im Wagen ist es auch kalt. Los, jetzt reparier diese Schrottkiste endlich. Abkürzung eine kleine vielleicht? Jawohl. Was stehst denn du da hier? Hast du eine Kippe? Oh. Opa will kämpfen. Oh, Opa kann kämpfen. Okay. Bitte nicht schießen. Sorry, Gramps. Das war, ich wollte es nicht, aber ich glaube, ich habe meinen ersten Mord begangen hier. Juhu. Schnell weg. Ich weiß nicht. Ich sehe dich nicht. Du siehst mich nicht. Jawohl, es hat geklappt. Kommen die Bullen? Schaut euch das an, das ist cool. Wir hinterlassen sogar ein... Hier. Fußabdrücke. Aber verschwinden die wieder oder bleiben die noch? Verschwinden wieder. Aber immerhin, für... Für 2-3 Meter reicht's. Trattoria. Haus Nummer 71. Oh, da gibt's Frühstück. Boah, und was für eine Kippe wohnt denn der, ey? Igitt. Noch eins hoch? Ja. Ich glaube, eins noch und dann sind wir da. Verzeihung, Ma'am. Wissen Sie, wo Joe Barbro wohnt? Rechts von der Treppe. Und er soll nie wieder so einen Krach machen wie letzte Nacht. Wenn es ihm hier nicht gefällt, soll er woanders hinziehen. Mhm. Rechts von der Treppe. Ja. In die gute Stube. Ekelhaftes Schwein. Auf dem Rückweg von der Bar aufgerissen. Ich warte schon auf dich. Okay, Mädels, Schluss für heute. Ich hab zu tun. Kommt morgen wieder, dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Oh la la. Komm schon, Joey. Warum denn aufhören, wenn wir jetzt alle unseren Spaß haben können? Der Spaß ist vorbei, Schätzchen. Ein andermal. Vito und ich haben es ewig nicht gesehen. Wir haben eine Menge zu bereden. Tja, da scheint's ja ganz gut zu gehen, alter Junge. Kann ich klar. Mann, diese kleine spanische Hexe ist verdammt scharf. Wie war's zu Hause? Nett. Allerdings war Mama nicht gerade begeistert, als ich deinen Namen erwähnt habe. Du weißt, wie sie ist. Ich soll mir einen ehrlichen Job suchen. Und, tust du's? Keine Ahnung, aber ich werde ganz sicher nicht denselben Fehler machen wie mein alter Herr. Ich zahle seine Schulden, komme auf die Beine und suche mir eine eigene Wohnung. Aber mit Fabrikarbeit mache ich zu wenig Kohle. Hey, du kannst erstmal bei mir bleiben. Und wir finden einen Job für dich, mit dem du ordentlich Geld verdienst, ohne dich krumm zu arbeiten. Klingt vielversprechend. Von 20 Kröten Stütze in der Woche kann ich leider nicht leben. Ich kenne Leute, die zahlen sehr gut für gewisse Dienstleistungen. Und für meinen besten Freund kann ich da sicher was einfädeln. Anständige Arbeit ist nur was für Idioten. Du sagst es. Als erstes muss ich dich Giuseppe vorstellen. Dort holen wir die Entlassungspapiere ab. Los geht's. So. Cool, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich werde das Spiel aber genau hier
wenn ihr wollt, müsst ihr mir aber in den Kommentaren schreiben, ja? Ob ich das weiter zocken soll. Dann mache ich das. Wenn nicht, dann zocke ich es alleine weiter. Ne? Naja, egal. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Stay safe, passt auf euch auf. Euer Ree.